Und damit herzlich willkommen zum Spiel Borussia Mönchengladbach gegen den FC Bayern München. Samstagabend, gutes Fußballwetter und der Borussia-Park ist natürlich ausverkauft. Das Topspiel um 18.30 Uhr und zwar eben Platz 3 gegen Platz 2. Wir schauen auf die Aufstellung der Fohlen. Sommer im Kasten davor, Wendt, Elvedi, Ginter und Johnson in der Viererkette. Hofmann rückt neu rein in die Mittelfeldreihe, da Zakaria nicht kann. Kramer auf der 6, daneben Neuhaus in der offensiven Dreierreihe. Hermann, Stindl und Thorgan Hazard, der Belgier, der heute Akzente setzen soll. Auch mal ein Blick auf die Aufstellung der Münchner im Tor. Manuel Neuer, das ist klar. Alaba, Boateng, Süle und Kimmich in der defensiven Viererkette. Martinez auf der 6, davor ist es dann hier grafisch etwas wild geworden. Gnabry wird über die rechte Seite kommen. Goretzka in der Zentrale zusammen mit James Rodriguez und links läuft Franck Ribéry auf. In der Spitze der Pole Robert Lewandowski. Keine Frage, wir schauen hier kurz drauf und werden uns noch ein paar Eindrücke einfangen. Dann kann es gleich losgehen. Vor einigen Wochen hätte man noch sagen können, es wird auch ein Spiel darüber sein, um die Entscheidung, wer am Ende Dortmund-Verfolger Nummer 1 wird. Das hat sich mittlerweile erledigt. Die Gladbacher warten seit 3 Spielen auf einen Sieg und damit wohl auch schon die Verabschiedung aus dem Meisterschaftsrennen. Damit werden sie sich abgefunden haben. Sie haben auch selber nicht groß darüber geredet, jemals da überhaupt eingreifen zu können. Wir fangen also an. Die Gladbacher in den weißen Trikots von links nach rechts in der ersten Hälfte. Also erstmal mit den eigenen Fans im Rücken und Bayern in Rot mit blauen Hosen von rechts nach links. Die Gladbacher versuchen hier von Beginn an vorne was zu machen. Jetzt aber erstmal ein Offensivfoul von Lars Stindl und die Bayern haben hier die Ruhe weg. Das war für den FC Bayern ein Arbeitssieg. Zuletzt gegen die Hertha ein 1:0, das nicht wirklich großartig war, nicht spektakulär, aber nach dem Spiel gegen Liverpool in der Champions League war das einfach wichtig, den Dreier einzufahren. Dortmund hatte dann ja auch gewonnen, dementsprechend der Vorsprung auf 3 Punkte wieder angestiegen nach genau 23 Spielen. Für Borussia Mönchengladbach geht es nach der Heimpleite gegen Wolfsburg und der Heimpleite gegen Hertha darum, hier mal wieder etwas einzufahren. Sie waren ja kurz davor, eine historische Serie zu knacken. Die haben sie dann eben nicht geschafft, weil die Hertha in die Suppe gespuckt hat. Jetzt soll es über die linke Seite mal gefährlich werden. Die erste Aktion aber dann ohne Probleme verteidigt. Der FC Bayern München, das ist klar, muss hier wieder den Dreier einfahren, um mit Borussia Dortmund mithalten zu können. Aber gegen Borussia Mönchengladbach tat man sich im Hinspiel extrem schwer. Da war es ein 0:3 in der Allianz Arena in der Phase, wo Bayern nicht sonderlich gut aufgelegt war. Das ist James Rodriguez spielt zu Leon Goretzka. Robert Lewandowski spielt zu James und Serge Gnabry mit der ersten Möglichkeit. Gar nicht verkehrt, aber der Abschluss hier ist im Endeffekt etwas zu harmlos. Kein Problem für Jan Sommer. Aber die erste Torchance haben wir jetzt schon mal gesehen. Knapp 10 Minuten gespielt. Und der FC Bayern, wie gesagt, mit dem ersten Akzent nach vorne. Jetzt eventuell die Kontermöglichkeit für die Gastgeber. Hermann über die linke Seite. Kann da weit und breit ungehindert spazieren. Gute Aktion jetzt. Das ist Lars Stindl. Und die erste Möglichkeit jetzt auch für Borussia Mönchengladbach. Stark gemacht von Hermann auf der linken Außenbahn. Geht auch ein bisschen zu einfach. Und Neuer war hier wohl noch dran. Und deswegen gibt es auch den Eckstoß. Knappe Viertelstunde von der Uhr. Thorgan Hazard vorm Gästeblock legt er sich den Ball zurecht. Wie ich sehe, fliegen da keine Gegenstände aus dem Block. Auch mal etwas Neues. Johnson! Und jetzt muss Manuel Neuer mal richtig eingreifen, denn der hätte, glaube ich, gesessen, wenn man sich das nochmal in der Wiederholung anschaut. Schöner Schuss vom rechten Verteidiger, der jetzt lang ersetzte, der sich auf der Bank befindet. Eckstoß jetzt von der anderen Seite. Lars Stindl vielleicht noch gefährlicher als Thorgan Hazard.
bringt ihn auch auf den Elfmeterpunkt. Martinez kann es erstmal klären. Jetzt müssten die Bayern langsam rausrücken, aber Gladbach bleibt im Ballbesitz. Stindl mit der Flanke, Kimmich dazwischen. Kein Problem, das zu bereinigen. Serge Gnabry und Javi Martinez. Martinez steht ja in den letzten Wochen im Fokus für die gute Defensivarbeit. Jetzt schaltet er sich mal in der Offensive ein und macht das ganz gut. Jetzt aber das Missverständnis. Trotzdem bleiben die Bayern im Ballbesitz. Denkste, Kontermöglichkeit für Gladbach. Hermann, Patrick Hermann mit der Flanke. Das Tor, Gan Hazard und Tor. 1:0 für Borussia Mönchengladbach. Ballverlust im Mittelfeld von Bayern München. Und dann schlägt Thorgan Hazard zu in der Mitte. Müssen wir nochmal drauf schauen. Gegen David Alaba. Scheint, als hätte es auch knapp abseits gewesen sein können, aber der Videoassistent scheint es überprüft zu haben. Manuel Neuer ist noch dran, kann aber nicht mehr reagieren und so steht es dann 1:0. Es war auf jeden Fall eine ganz knappe Situation, dann muss es wohl gleiche Höhe gewesen sein. Nichtsdestotrotz steht es hier 1:0 für Borussia Mönchengladbach. Wir schenken der kalibrierten Linie einfach mal Glauben. Ansonsten könnte man das sowieso an den Nagel hängen. Der FC Bayern München muss jetzt mit diesem Rückstand umgehen und das haben sie in der letzten Zeit bewiesen, dass sie auch das durchaus können. Franck Ribéry legt auf Lewandowski. Javi Martinez, der hatte sich diesen Fehler erlaubt vorm Gegentreffer. Serge Gnabry da mit Kimmich im Zusammenspiel. Gladbach steht da ganz gut und die Bayern kommen aktuell nicht richtig durch. Kramer kann es aber auch nicht richtig bereinigen. Bayern bleibt weiterhin im Ballbesitz. Gnabry, Martinez, Robert Lewandowski, wie kann der da so frei auftauchen? Und Tor! Lange hat es nicht gedauert und die Bayern gleichen aus. Robert Lewandowski haut das Ding rein. Wirkte jetzt auf den ersten Blick auch etwas zu einfach. Eigentlich hatten die Gladbacher den Ball schon sicher. Dann köpft Kramer raus. Der wird direkt wieder abgefangen vor die Füße im Endeffekt des Gegenspielers. Und Robert Lewandowski hängt das Ding dann gegen Jan Sommer oben rechts rein. Er steht jedenfalls 1:1. Lange hat die Führung der Gladbacher nicht gehalten. Da werden sie sich extrem ärgern. Und Dieter Hecking hätte gerne das 1:0 etwas länger auf der Habenseite zu stehen gehabt. Aber es ist nun so. Keine halbe Stunde gespielt. Wir haben bereits 2 Tore gesehen. Und so kann es doch gerne weitergehen. Und die Bayern fangen den Ball schon wieder ab. Gladbach wirkt aktuell etwas irritiert von diesem Gegentreffer und das 1:0 hat sie scheinbar nicht so richtig beflügelt. Franck Ribéry und Leon Goretzka. Lewandowski, James Rodriguez legt nochmal zurück. Gladbach bekommt gerade keinen Zugriff. James Rodriguez nochmal. Das machen die Bayern jetzt auch ganz cool und ganz überlegt. Das ist nicht hastig, das ist einfach vernünftig rausgespielt. Und Gladbach braucht mal wieder den Ball. Goretzka, Ribéry, jetzt ist Gladbach erstmal dazwischen und jetzt kann es wieder eine Konteraktion geben. Lars Stindl, auf der rechten Seite wäre Platz gewesen, da hätte der Ball zu Hazard gemusst. Das haben sie jetzt nicht geschafft, stattdessen wieder die Bayern. Javi Martinez legt drauf, gut raus auf Ribéry, gute Übersicht. Alaba, wieder Ribéry, gute Flanke jetzt und dann köfter Kramer in letzter Sekunde den Ball raus. Gute Aktion des Sechsers, arbeitet hiermit nach hinten. Da hatte sich Serge Gnabry den Kopfball schon ausgelegt, beziehungsweise den Ball perfekt ausgeguckt. Und dann hätte er ihn gerne gegen die Laufrichtung verwandelt. So ist es Kramer, der das erstmal verhindern kann. Eckstoß von der rechten Seite, jetzt auch die Bayern mal eventuell über einen Standard gefährlich. David Alaba legt ihn sich zurecht, Ribéry kommt kurz, täuscht aber nur an. Hofmann kann es klären, Goretzka bringt den Ball wieder in die Gefahrenzone. Leon Goretzka schießt einfach mal drauf und Jan Sommer pariert erneut. Klasse Parade des Schweizers. Die Gladbacher müssen aufpassen, dass ihnen das jetzt hier nicht komplett aus den Händen gerät, dieses Spiel. Aktuell haben die Bayern klar das Zepter in der Hand und lassen da die Gladbacher gar nicht mehr aus der Gefahrenzone rauskommen. Ribéry geht wieder kurz,
bekommt wieder den Ball nicht. Jetzt ist es erstmal von Neuhaus geklärt, aber fast eine Kopie der Situation davor. Neuhaus kann es jetzt mal wirklich bereinigen. Jetzt müssen sich die Gladbacher in der Defensive mal ordnen und vernünftig wieder zum Ball stellen. Ansonsten können die Bayern einfach so weiterspielen und sicherlich gleich die nächste gefährliche Szene erarbeiten. Serge Gnabry, guter Ball, viel zu einfach geht das da und Lewandowski mit dem 2-1. 40. Spielminute und die Bayern haben die Partie gedreht, aber auch das war wieder viel zu einfach. Das erinnert dann wieder an das Gladbacher Abwehrverhalten der letzten beiden Wochen beziehungsweise der letzten beiden Heimspiele. Da haben sich Elvedi und Ginter teilweise auch nicht ganz gut angestellt. Zwei herausragende Innenverteidiger. Aktuell scheinen sie aber nicht ganz in der Lage zu sein, einen wie Robert Lewandowski zu stoppen. Der macht hier seinen Doppelpack und die Bayern eben jetzt nach Rückstand in Führung. Und das ist auch verdient. Die Gladbacher haben zuletzt keine Entlastung mehr gefunden. Obwohl sich die Bayern in den letzten Jahren hier immer wieder schwer taten, immer wieder schlecht angestellt haben. Hier ist ja natürlich auch noch nichts entschieden, aber die Tendenz gerade war ganz klar gerade pro Bayern. Hermann jetzt mal aber mit dem guten Ball in die Spitze, kein Problem, Manuel Neuer ist da und kann die Szenerie dann erstmal beruhigen. Gibt es hier vor der Pause nochmal ein Ausrufezeichen? Wenn, dann hat man das Gefühl, eher von den Bayern noch den dritten Treffer zu sehen. Goretzka auf Robert Lewandowski, legt sich den Ball nochmal zurück. Martinez, Leon Goretzka, Fehlpass. Gibt einiges an Nachspielzeit obendrauf, vielleicht etwas übertrieben, aber gut, wir haben drei Tore gesehen und dann wollen wir damit auch gerne leben. Eventuell jetzt für Gladbach nochmal die Möglichkeit. Über die linke Seite, Hermann bislang vielleicht der auffälligste. Bringt die Flanke, aber kann noch abgewehrt werden von Kimmich und dann spielen es die Bayern ganz cool von hinten raus und dann dürfte es das auch gleich erstmal gewesen sein. Oder kommt Gladbach nochmal nach vorne, weiter Ball von Hofmann auf Hermann. Kann er sich da durchsetzen? Nein, Kimmich passt auf und dann ist es das jetzt auch gewesen. Es steht zur Pause 1-2. Zu Beginn haben die Gladbacher richtig gut mitgehalten, erzielten dann auch das nicht unverdiente 1-0, aber die Bayern rund um ihn und um Lewandowski konnten das Ganze dann noch drehen. Schauen wir in den zweiten 45 Minuten darauf, wie sich das dann noch entwickeln kann. Ist also noch alles offen für die zweiten 45 Minuten. Jo, das war's mit den ersten 45 Minuten. Die zweiten kommen gleich natürlich auch noch. Hier seht ihr einmal in der Übersicht, wann die Tore gefallen sind und wer sie geschossen hat. Wenn ihr nicht, Gedächtnisschwund habt, dann wisst ihr das wahrscheinlich noch. Wenn es euch gefällt, würde ich mich über einen Daumen nach oben und ein Abo auf jeden Fall freuen. Ansonsten will ich gar nicht lange mehr rumjammern, rumheulen. Los geht's weiter mit der zweiten Halbzeit. Viel Spaß dabei und danke fürs Reinschalten nochmal. Wir sind zurück im Borussia-Park und schauen nochmal auf die Treffer der ersten Halbzeit. Das 1-0 von Hazard in der 21. Dann der Ausgleich von Robert Lewandowski in der 27. Minute und hier das 2-1 von Robert Lewandowski erneut in der 40. Spielminute. Dann kann es hier jetzt auch weitergehen. Es gab keine Wechsel zur Pause. Die Bayern werden versuchen, so weiter zu spielen, wie sie das zunächst gemacht haben. Zum Ende hin der ersten Halbzeit, beziehungsweise so ab Mitte der ersten, kamen sie dann richtig gut rein und Gladbach möchte an die Anfangsphase sicherlich anknüpfen. Wobei man auch nicht vergessen darf, die erste Möglichkeit überhaupt hatte Serge Gnabry, also der FC Bayern München, wirklich gefährlich wurde es dann aber erst, als Gladbach nach vorne spielte. Schauen wir drauf. Lars Stindl kann sich da durchsetzen. Lars Stindl, der mit dem Schuss aus der zweiten Reihe, hat da Druck von allen Seiten, von der Seite, von hinten, von vorne auch so ein bisschen, dann hämmert er drauf. Immerhin mal wieder ein Abschluss für Gladbach, ist ja auch wichtig. Aber Manuel Neuer wird da sicherlich nicht unbedingt gezittert haben, denn der Schuss war nicht wirklich brandgefährlich. Ordnet seinem Mann, kommt da auch eventuell zum kurzen Abschluss, den führt er jetzt auch aus, Niklas Süle hat sich da angeboten und jetzt versuchen es die Bayern von hinten rauszuspielen. Das hat aber jetzt nicht wirklich funktioniert. Der Ball kommt postwendend zurück. Lars Stindl legt in die Mitte. Hofmann, Lars Stindl, ganz unübersichtliche Situation. Aber weiterhin Gladbach im Ballbesitz. Stindl! Und jetzt endlich mal wieder ein richtiger Torschuss, wo Neuer auch eingreifen muss.
macht er dann auch, aber das war eben schlecht von hinten rausgespielt. Das sollten sich die Bayern auch gegen Gladbach auf keinen Fall erlauben, denn die Fohlen sind ja immerhin noch dritter Tabellenplatz. Flanke von der linken Seite, Süle kann es erstmal klären, Kimmich bringt es dann komplett aus der Gefahrenzone hinaus. Wir schauen auf den ersten Wechsel der Partie. Thiago kommt rein für Leon Goretzka. Goretzka musste auch zuletzt gegen Hertha in der Halbzeitpause raus, war jetzt aber wieder von Beginn an dabei. Hat ein gutes, unauffälliges Spiel gemacht. Thiago soll jetzt für neue Impulse vermutlich sorgen im Spiel nach vorne. Schauen wir natürlich drauf. Jetzt aber erstmal in der Defensive gefordert der neue Mann, Christoph Kramer. Stindl legt zu Florian Neuhaus. Der nächste Torschuss und langsam nähern sich die Gladbacher hier wieder an. Gar nicht schlecht, gar nicht verkehrt, aber das ist kein Problem für Neuer, den zu parieren. Javi Martinez legt auf die rechte Seite zu Serge Gnabry. Oscar Wendt hätte dann eventuell auch mal rausrücken können. Christoph Kramer stattdessen mit der Defensivaktion. Der fehlt dafür jetzt in der Mitte, aber dann räumt Jonas Hofmann für ihn auf. Trotzdem bleibt Bayern im Ballbesitz. Serge Gnabry wieder mit der Balleroberung zu Franck Ribéry, jetzt im Strafraum, da sollte man aufpassen, auf engem Raum hat er seine Qualität. Serge Gnabry steht da sonst auch, aber Alaba und Ribéry erstmal im Zusammenspiel. Alaba auf der Grundlinie liegt zurück, aber Jonas Hofmann räumt auf. Ganz wichtige Aktion, Javi Martinez dann zum Einwurf und es steht der nächste Wechsel an. Tobias Strobel kommt für Florian Neuhaus, soll für Stabilität sorgen und Serge Gnabry geht raus. Dafür Alphonso Davies jetzt neu im Spiel, also der junge Mann, auch mit der Möglichkeit hier Akzente nach vorne auf den Platz zu bringen. Schauen wir mal, was das wird. Serge Gnabry hat ein gutes Spiel gemacht, aber war auch jetzt zuletzt etwas unauffälliger geworden. Kimmich auf Alphonso Davies, da ist er das erste Mal, halb Schuss, halb Flanke, wahrscheinlich sollte es eher eine Flanke werden, der geht aber direkt in die Arme von Jan Sommer. Kein Problem also für ihn in diesem Fall. Die Bayern jetzt aber wieder etwas offensiver aktiv, das ist auch wichtig. Es hatte schon stark nach dem Pausenpfiff, nach dem Wiederanpfiff besser gesagt, ums 2:2 gerochen, beziehungsweise nach dem 2:2 gerochen. Jetzt kommen die Bayern, aber wie gesagt, etwas besser wieder rein. Elvedi kann es erstmal klären und die Möglichkeit für Lars Stindl den Ball festzumachen, macht er dann auch. Und Patrick Herrmann da, weiter Ball von Stindl, aber da macht Thorgan Hazard nicht mit. Manuel Neuer fängt den Ball ohne Probleme ab und dann wird er wieder nach vorne gedroschen. Das ist schon so ein bisschen ein Hin und Her, aber trotzdem mit Torgefahr auf beiden Seiten eigentlich, auch wenn man es nicht unbedingt erwartet, die ist immer zu jedem Zeitpunkt möglich. Ein Geniestreich und dann kann es schon passieren. Martinez und Thiago jetzt im guten Passspiel und David Alaba auf der linken Seite gefordert. Flanke ist gut, Flanke ist sogar sehr gut und Alphonso Davies fast mit dem Tor. Mit dem Kopfball aus Spitzenwinkel, kommt aber nicht mehr richtig ran und dann setzt er ihn ans Außennetz und es gibt zwei weitere Wechsel unten. Stindl ist gegangen bei Gladbach, dafür Player neu auf dem Feld und James Rodriguez hat den Platz verlassen, dafür Renato Sanchez neu im Aufgebot. Viertelstunde noch auf der Uhr. Langsam müssen die Gladbacher nochmal rauskommen, aber es sieht ganz gut aus, was die Bayern aktuell machen. Sanchez, Lewandowski, Javi Martinez. Wieder Renato Sanchez. Kommen die Gladbacher wieder nicht ran. Lewandowski, Alphonso Davies lässt sich jetzt vorn. Oscar Wendt den Ball abluchsen und jetzt kann es schnell gehen. Jetzt kann es richtig schnell gehen. Player auf Thorgan Hazard. Thorgan Hazard, was macht er? Was macht er? Er macht das Tor. 2:2. 77. Spielminute, die Bayern lassen sich bei Führung auskontern, das ist extrem schmerzhaft. Und kassieren dann hier den Ausgleichstreffer von Gladbach in den letzten Minuten, nach vorne gar nichts mehr zu sehen und jetzt schlagen sie zu. Thorgan Hazard mit dem Ball extrem schnell unterwegs, Alaba ist zwar noch da, kriegt den Fuß aber nicht mehr reingestellt und der ist dann reingehämmert. Neuer kann nicht mehr reagieren, fliegt zwar noch, aber vergeblich. Borussia Mönchengladbach erzielt das 2:2. Doppelpack Thorgan Hazard. Keine so auffällige Partie gespielt, aber wenn er die beiden Tore macht, dann ist es wiederum perfekt. Alles offen also für die letzten 10 Minuten. Kann sich nochmal eine Mannschaft dazu aufraffen, den Führungstreffer zu erzielen. Für Bayern wäre es extrem wichtig, wenn man auf Dortmund nochmal mehr Druck aufbauen möchte.
Davis und Kimmich. Das ist nicht schlecht gemacht, aber Elvedi ist jetzt aufmerksam, haben sich da gefangen. Und die nächste Kontermöglichkeit. Oscar Wendt hat aber nicht so ganz die Geschwindigkeit eines Thorgan Hazard, dann macht das auch nicht gut. Und Süle passt auf, gute Verteidigungsaktion in dieser Szene. Aber die Bayern lassen sich wieder zu einfach auskontern. Das darf nach einem 2:1 nicht passieren. Die Gladbacher haben sie ein bisschen fahrlässig gemacht, weil sie kaum nach vorne spielten. Die Bayern in der Defensive dann kaum gefordert und dann ein Konter und der führte jetzt zum 2:2. Nochmal die Bayern. Alphonso Davies gewinnt den Ball und spielt mit Robert Lewandowski. Da braucht er jetzt aber auch Unterstützung. Kimmich ist da und bietet sie ihm. Franck Ribéry, Thiago mit dem Lupfer in die Mitte, Jan Sommer ist da. Und jetzt kommen wir in die Phase, wo Lucky Punches für die Entscheidung sorgen. Oder sorgen würden zumindest, wenn denn einer kommen würde. Hazard und Alassane Player. Das macht er ganz stark, richtig gut gemacht. Da hätte er auch vielleicht Hazard direkt in der Schnittstelle bedienen können. Es ist Hermann gewesen, sorry. Aber es wäre möglich gewesen. Alaba schlägt den Ball erstmal raus. Franck Ribéry und Javi Martinez macht den Ball gut fest. Jetzt nochmal eine Aktion. Weiter Ball von Thiago. Guter Seitenwechsel. Alphonso Davies nimmt Joshua Kimmich mit. Der kommt aber nicht durch. Nico Elvedi klärt und es gibt nur den Einwurf. Kimmich mit der Flanke. Ginter dazwischen. Die Nachspielzeit ist gleich auch vorbei. Hazard nochmal die Möglichkeit für Gladbach zum Kontern. Thorgan Hazard. Der Ball ist aber schlecht gespielt. Und das dürfte es dann gewesen sein. Manuel Neuer rollt langsam ab und das war's. Am Ende endet dieses Topspiel mit 2:2. Die Gladbacher sind zufrieden, kamen nach Rückstand wieder zurück. Die Bayern zwar auch, sie werden sich aber ärgern, die Führung noch aus der Hand gegeben zu haben. Kurz vor Schluss. Wir schauen noch mal auf die 4 Treffer. Hazard mit dem 1:0. Dann das 1:1 durch Robert Lewandowski und dem folgenden 2:1. Das war es dann schon für den ersten Durchgang. Im zweiten fiel dann nur noch ein Treffer. Hazard wurde perfekt auf die Reise geschickt. Den Konter schließt er erfolgreich ab. Am Ende ist es ein 2:2, das den Bayern etwas zu wenig sein dürfte. Aber es geht in Ordnung, auch wenn sie den Dreier etwas mehr verdient gehabt hätten als Borussia Mönchengladbach. Jo, das war es dann wieder mit der Prognose. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Ansonsten vielen Dank fürs Reinschalten. Bis zum nächsten Video. Morgen kommt die komplette Bundesliga in der Prognose und tschüss.